eine Rippenqualle unter dem Mikroskop. Ein fast unscheinbares Beispiel aus der grandiosen Vielfalt lebender Organismen. Bei all seiner Winzigkeit dennoch ein Wunderwerk unterschiedlichster Funktionen. Funktionen, die raffiniert aufeinander abgestimmt sicherstellen, dass Rippenquallen in ihrer Umwelt leben und überleben. Die Verhaltensweise eines lebenden Organismus steht auch dahinter wieder ein Wechselspiel von Kräften, die zwischen atomaren Bausteinen wirken. Die letzte Sendung hatte uns erste Antworten auf diese Fragen geliefert. Wo Leben ist, da treffen wir auf hochorganisierte Systeme aus Molekülen, deren komplizierte Architekturen im Grunde einem einfachen Bauprinzip folgen. Offen blieb nun, wie solche Molekülsysteme im Organismus aus Bausteinen zusammengefügt werden und wie der Organismus selbst eine gigantische Funktionseinheit aus vielen solcher Systeme sein kann. Ein Fangarm der Rippenqualle unter dem Mikroskop. An ihm sitzt eine große Zahl spiralförmiger Fangfäden. Stärkere Vergrößerung enthüllt den Aufbau der Fäden aus einzelnen Zellen. In ihrer Vielzahl wirken alle Zellen in einem ständigen Zusammenspiel als eine Funktionseinheit und bilden damit den Organismus. Voraussetzung dafür ist ein enger Informationsaustausch von Zelle zu Zelle. Er geschieht auf chemischem Wege. Dazu scheidet eine Zelle bestimmte Stoffe aus. Gelangt ein solches Signalmolekül in eine Nachbarzelle, so löst es dort eine bestimmte Reaktion aus. Die Moleküle lebender Systeme sind genial aufeinander zugeschneidert. Infolgedessen können ganz spezifische Nachrichten übertragen werden. So besitzt zum Beispiel eine Nervenzelle, hier elektronenmikroskopisch vergrößert, an einem unter Umständen meterlangen Ausläufer eine Endplatte. Sie wiederum steht mit einer Muskelzelle in Kontakt. Zur Nachrichtenübermittlung tritt an der Endplatte Acetylcholin aus. Es gelangt in die Muskelzelle und löst letztlich ein Muskelzucken im Organismus aus. Ein Experiment mit bestimmten Amöben zeigt, wie Zellen zu Zellverbänden zusammentreten. Zunächst bauen sie Aggregationszentren auf. Die Zellen informieren sich dabei gegenseitig durch ihre Signalstoffe. Die Organisation des Zellverbandes schreitet fort. Die ungegliederte Amöbenanhäufung formiert sich nach und nach zu einem gestalteten Körper. Wie raffiniert zweckmäßig der Funktionsmechanismus einer Zelle ist, lässt sich bereits an den allereinfachsten einzelligen Lebewesen studieren, die darin höheren Organismen in keiner Weise nachstehen. Purpurbakterien bedienen sich zu ihrer Fortbewegung eines schraubenzieherförmigen Fortsatzes, der etwa 50 Mal in der Sekunde rotiert. In Überzeitlupe stark verlangsamt lässt sich dieser Antrieb gut beobachten. Bezogen auf seine Länge bewegt sich das Bakterium in Wirklichkeit so schnell wie ein Auto, das mit 80 Kilometern in der Stunde fährt. Den Antriebsapparat bilden Makromoleküle, die organisiert zusammenspielen, während gleichzeitig andere energiereiche Moleküle, vergleichbar einer Fabrik auf kleinstem Raum, den Brennstoff für den Minimotor herstellen. Diese Riesenmoleküle, sie sind gewissermaßen die Werkzeuge und einzelnen Maschinen der mikroskopisch kleinen chemischen Fabriken, haben wir in der letzten Sendung bereits kennengelernt. Es sind die Enzyme. Ihre komplizierten Strukturen lassen sich auf demselben Wege entschlüsseln wie ganz simple Strukturen, etwa die von Kochsalz. Durchdringen Röntgen oder andere sehr kurzwellige Strahlen einen Kristall, so werden die Strahlen an den Atomen gebeugt. Es entstehen Interferenzmuster. Sie liefern Anhaltspunkte für die Anordnung der atomaren Bausteine. Enzymmoleküle sind übrigens bereits so groß, dass sie sich elektronenmikroskopisch abbilden lassen. Auf den Bildern erscheinen sie als kleine Pakete. Enzyme sind Superspezialisten.
Das heißt, jedes von ihnen hat eine ganz spezifische Aufgabe zu lösen. Etwa in einem Zuckermolekül die Bindung zwischen zwei Atomen an einer ganz bestimmten Stelle zu spalten. Wie hoch organisiert das Zusammenspiel von Enzymen verläuft, lässt dieser Schaltplan ahnen, ein Ausschnitt aus einer sogenannten Enzymkarte. Sie sieht dem Fließschema eines Großbetriebes nicht unähnlich. Der winzige Organismus eines Kolibakteriums verfügt über etwa 1000 verschiedene Enzyme. Bei einem Drittel von ihnen weiß man heute, welche Funktion im Organismus sie ausüben. Für den Menschen schätzt man übrigens, dass er etwa 40 Mal mehr Enzyme besitzt als ein Bakterium. Enzyme arbeiten als Werkzeuge des Organismus. Sie üben ihre bestimmte Funktion aus, zum Beispiel ein kompliziert gebautes Molekül an einer ganz bestimmten Stelle regelrecht aufzuknacken, und liegen danach wieder in unveränderter Form vor. Ein Beispiel: Lysozym. Es vermag Kohlehydratmoleküle zu spalten. Das Enzym besitzt eine Rinne, in die sich das Kohlehydratmolekül genau einfasst. Und zwar so, dass bestimmte Atomgruppen von Enzym und Kohlehydrat benachbart sind. Infolgedessen tritt die Spaltung der Kohlehydratkette an einer bestimmten Stelle ein. Die Verbindungen, die solche erstaunlichen Leistungen hervorbringen, den Propellerantrieb für ein Bakterium etwa oder das Lösen einer bestimmten Bindung in einem Molekül, diese Verbindungen also haben wir bereits beim letzten Mal kennengelernt. Es sind die Proteine. Verbindungen von einer an sich sehr komplexen Struktur, für deren Bau jedoch die Natur in allen Lebewesen vom Einzeller bis zum Menschen die gleichen Bausteine verwendet, und zwar nur rund 20 Sorten. Diese Bausteine sind Aminosäuren. Zu Peptidketten verknüpft bauen viele, meist hunderte solcher Aminosäurebausteine die riesige Zahl der Proteine auf. Das Folgende soll Ihnen zeigen, auf wie genial einfache Weise die Natur Proteinstrukturen für eine ganz bestimmte Funktion aus solchen Bausteinen regelrecht maßschneidert. Dieses Schema zeigt, in welcher Reihenfolge die Aminosäurebausteine des Lysozyms aneinander geknüpft sind. Die drei Buchstaben bezeichnen abgekürzt die Namen der Bausteinsorten. Die Aminosäuren üben Kräfte aufeinander aus. Als Folge davon ist die Kette in einer ganz bestimmten Weise gefertigt. In welcher Weise bestimmt die Reihenfolge der Aminosäuren ihre Sequenz? Diese ist in jedem Protein anders. Deshalb besitzt auch jedes Protein eine ganz spezifische Fassung. Sie wiederum ist der Grund für die ganz bestimmte Funktion, die das Protein auszuüben vermag. Wie eine Faltung verläuft, hängt von mehreren Faktoren ab. So wie sich Wassermoleküle über Wasserstoffbrückenbindungen zu größeren Strukturen zusammenlagern können, bilden sich auch bei Aminosäurebausteinen zwischen Sauerstoffatomen und den an Stickstoff gebundenen Wasserstoffatomen Wasserstoffbrückenbindungen aus. Sie können entfernte Teile des Peptidstranges miteinander verhaften. Auch über nur wenige Bausteine hinweg sind Wasserstoffbrückenbindungen möglich. Sie bewirken, dass der Peptidstrang sich zur Form einer Schraube aufrollt. Auf unsere Frage von vorhin, wie schafft es eigentlich die Natur, Proteine mit einer ganz bestimmten Funktion in einer solchen Fülle hervorzubringen, kennen wir nun die Antwort. Sie schafft es über die Sequenz. Das ist die Aufeinanderfolge der Aminosäurebausteine in den Peptidketten. Diese Sequenz ist für jedes Protein spezifisch. Sie bestimmt, wie das Protein gefaltet ist und damit letztlich die Funktion,
die das Protein auszuführen vermag. Damit wird zugleich klar, dass für den Biochemiker eine der wichtigsten Informationen über ein Protein die Kenntnis seiner Sequenz ist. Wie aber lässt sich nun eine solche Sequenz im Experiment oder im Laboratorium praktisch bestimmen? Bei der Kompliziertheit solcher Strukturen eine Aufgabe, die auf den ersten Blick hoffnungslos erscheint. Zum ersten Mal gelöst wurde sie 1954 an diesem Protein. Es ist das Insulin, ein Hormon aus nur 51 Aminosäurebausteinen. Ein Blick in das Max-Planck-Institut für Biochemie in München, wo unter anderem die Sequenz des Blutfarbstoffes, des Hämoglobins, ermittelt wurde, zeigt, zu welcher geradezu fantastischen Vollkommenheit die Sequenzanalyse von Proteinen heute entwickelt ist. Sie erfolgt in einem solchen automatischen Analysegerät, einem Sequenator. Herzstück ist ein gläsernes, rasch rotierendes Reaktionsgefäß. Zu Beginn wird das Protein, etwa 3 Milligramm, in wenig Lösungsmittel gelöst, in das Reaktionsgefäß überführt. Unter der Wirkung der Fliehkraft zieht sich die Lösung als dünner Film an der Wandung hoch. Ein Deckel mit einer Reihe von Zuführungen darin verschließt die Zelle luftdicht. Die Reaktionskammer wird nun luftleer gepumpt. Dabei verdampft das Lösungsmittel und das Protein bleibt als hauchdünner Belag an der Glaswand zurück. Der Ablauf der Sequenzanalyse, bei der vom Molekülende her ein Aminosäurebaustein nach dem anderen abgetrennt und isoliert wird, ist auf einem Lochstreifen vorprogrammiert. Die Lösungsmittel und Reagenzien für die verschiedenen Schritte der Analyse müssen extrem rein sein. Aus Vorratsflaschen heraus wird ihre Dosierung und Zugabe durch das Programm gesteuert. Beleuchtet man mit einem Stroboskop, so scheint bei einer bestimmten Blitzzahl die rasch rotierende Zelle für das Auge stillzustehen. Jetzt lassen sich die Vorgänge darin gut verfolgen. Etwa die Auflösung des Proteins im zugeführten Lösungsmittel. So läuft das ausgeklügelte Programm Schritt für Schritt in seiner festgelegten Reihenfolge ab. Umsetzungen mit Reagenzien, Waschen der entstandenen Verbindungen, Wiedereintrocknen der Proben und erneutes Auflösen. Nach jeweils 54 Programmpunkten ist der Moment gekommen, in dem der abgetrennte Aminosäurebaustein in einem Lösungsmittel gelöst in ein Auffanggläschen überführt wird. Um welche der 20 Aminosäure